Servus und willkommen zu Forza im 1 gegen 1. Okay. Das wollte ich so nicht bauen. Super. Das fängt super an. Spinnix hat es auch rausgehauen. Ist er wieder da? Ja, guck mal, der wird umgewandelt. Ja. Wir sind hier auf meiner Lieblingsmap gegen den guten Spinnix. Der ist aktuell Rang 3 in der Ladder. Demnach denke ich, dass der uns hier einmal ganz kurz den Arsch versohlen wird. Und ja, aufgrund privater Umstände, ihr kriegt's mit, bin ich überhaupt nicht mehr drin. Weder von der APM, noch von der Build Order, noch von irgendwas. Aber das heißt nicht, dass wir uns hier ins Boxhorn jagen lassen. Wir werden einfach weiterhin frei Schnauze spielen und gucken, dass das hier halbwegs funktioniert. Ja, mir kommt die Verbindung nach hinten. Genauso wie ich es eigentlich von ihm erwarte. Zumal er wirklich gerade Rang 3 ist in der Ladder. Also der Gute weiß, wie man spielt. Das habe ich auch schon mehr als einmal schmerzlich erfahren müssen. Und von daher müssen wir uns hier mal ein bisschen wappnen, konzentriert spielen und dann schauen, dass wir ihm auf die Füße treten. Hier unten die Basso ist verlockend. Ja, hier wird Metall nachgezogen. Entweder spielt der Spion und weiß, dass er die Basso kommt, oder er macht das standardmäßig. Was für mich wichtig ist, ist die Frage, wann hier unten jetzt aus dem Hintergrundholz Vordergrundholz wird. Weil dann weiß ich nämlich, wo die Tag steht bei ihm. Wir ziehen hier die Boxen nach unten. Das ist dann quasi der Sniper-Spot für mich. So, da haben wir auch schon den Sniper. Wir behalten den Gunner. Das ist unser Gunner, falls da eine EMP angerauscht kommt. Da oben ist der Sniper-Spot von ihm. Da ist noch nichts drin, glaube ich. Okay, jetzt ist der Sniper geplaced. Ja, okay. Das heißt für uns einmal und zweimal. So, hier oben den Gunner noch nachgezogen. Einfach als Sicherheit, falls er Spion spielt, dass er nur den Gunner sieht. Ja, ja. Weil rein theoretisch kann es ja durchaus sein, dass da gleich eine EMP angewackelt kommt. Weil der Spot ist hier dafür prädestiniert. Und da hätte ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Ja. Wir gehen dann hier auch direkt für die Waffenkammer. Ja. Guck mal, bei ihm ist hier die... Oh, guck mal. Wenn das hier halbwegs gut läuft, kann ich ihm die T2 wegsägen. Mit ein bisschen Luck. Oh nein, nur die Connection nach hinten. Ah ja. Ganz kurzer Schreckmoment für ihn. Aber ich bekam nicht seine Tech. Schade. Ja, jetzt ist die auch safe. Da werde ich nicht mehr rankommen. Aber ich weiß, dass er Laser spielt. Ja, ja. Ja. Ich weiß, dass er auf Laser geht. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Weil ich werde hier mit Moonshine auf meine 20s bauen. Und da ich die Energietüren einziehen werde, will und muss, wird er mir dann nicht so, ja, bös mitspielen können mit seinen Lasers. So, wir bauen noch eine zweite Basso, einfach um ihm maximal auf den Sack zu gehen. Ja. Ah, ist jetzt chattet? Ich frag mal ganz kurz nach. Bist du noch da? Fragezeichen. Ja, anscheinend scheint es mit der Connection nicht ganz so geil zu laufen. Hm? K, werde ping. Ist scheiße. Weiter? Fragezeichen? Ready? Okay. Gut. Wir wollen es ja dann, wenn wir schon gegen einen so guten Spieler spielen, dann wollen wir das ja auch richtig spielen und auch ein bisschen zelebrieren. Weil man hat nicht jeden Tag Rang 3 der Ladder vor der Brust. Und da muss man schon ehrlich sagen, Rang 3 ist
eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Oh, oh. Dann machen wir es doch mal so. Ja, ja. So, hier. Oh, nice. Oh, und das war dafür richtig kacke. Aber wir bekamen den Laser. Wir bekamen den Laser. Geil. Geile Meile. Das war richtig stark. Also das war auch natürlich mega lucky, dass da... Guck mal hier, jetzt nach unten. Oh, richtig geil. Nach hinten weggetrennt. Hier ging was kaputt. Aber ich will eigentlich seinen Attack haben. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schön im Vorteil. So, das müssen wir zumachen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall Safe Defense. Ansonsten sind wir hier nämlich ganz schnell Toast. So. Müssen aufpassen. So. Ja, okay, der Sniper hat jetzt keinen Winkel mehr. Ist jetzt halt dann kein guter Sniper mehr. Ja, okay. Mit einem Brett vorm Kopf ist er wirklich unnötig. Aber hier. Komm mal her. Oh, das hält noch. Wie dreist. Wie dreist das einfach noch hält. So, aber. Wir machen hier. Ist jetzt chattet. Hm. Nochmal kurz warten. Wir sind ja nicht so. Aber wir haben auf jeden Fall die Laser weggenommen. Das ist für uns sehr geil. Und bei ihm, das hat auf jeden Fall wehgetan. Wir fragen nochmal nach. Ready? Ja, wir machen halt jedes Mal... Wir unterbrechen das Ganze jedes Mal, damit es fair bleibt. Weil es muss ja nicht sein, dass der Gute hier einfach nur aufgrund von einem Kackping benachteiligt ist. Weil das wäre echt assi von uns. Okay, das ist zu klein. Dann probieren wir es doch mal so. Ja, das passt. Und jetzt hier mit den 20s nochmal rein. Oh, nice. Nice, nice, nice. Gut. Komm ich hier nochmal bei. Oh, das war richtig schlecht geschossen. Das war Grütze. Von Anfang bis Ende. Ja, und jetzt müssen wir halt aufpassen, weil es sind doch jetzt schon arsch viele Energieschilde, die wir hier haben. Ja, Nein. Wir müssen jetzt halt hier aufpassen, dass wir uns hier nicht selbst aus dem Spiel rausnehmen, indem wir zu viele Energieschilde bauen, ohne dass wir hier wirklich Zug haben, also genug Ressourcen haben, um das zu aufzufangen quasi. Oh, nice. Und wenn wir gerade dabei sind, uns hier weiter aufzubauen und ein bisschen hier zu warten, was passiert, möchte ich euch noch kurz mitteilen. Die Tage wird jetzt endlich mal noch Little Nightmares erscheinen auf dem Kanal. Wurde schon so oft gewünscht. Jetzt endlich werde ich es auch umsetzen. Und ja, Little Nightmares wird gebastelt. Also bin ich dran. Alter, das war richtig schlecht. Moonshine grüßt. Ja, komm mal her. So. Okay. Jetzt werden wahrscheinlich gleich EMPs geflogen kommen. Von daher... Oh, guck mal eine an. Alter, einfach komplett ins Nirvana gesammelt. Das war mehr als wasted. Okay. Also ich gehe fest davon aus, dass da gleich EMPs geflogen kommen. Ah, das ist Grütze. Das wollte niemand so haben. So. Upgrade Center. Damit ich das hier noch irgendwie dann verbessern kann. Damit ich nicht ganz so da hänge. Und ich muss gucken, dass ich das da jetzt deaktiviert bekomme. So. Nice. Da sind die Laser deaktiviert. Und nochmal rein. Ja, und das. Oh, das ist herrlicher Schaden. Und da geht der Plasma-Beam raus. Nice. Weg damit. Oh, da ist ein Sniper drin. Ja, auf den ich... Ah, warte mal, da ist... Warte mal, was? Nein, lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Ach, Menno. Schade.
Oh, aber guck mal, wir laufen wieder voll. Einfach ein bisschen mehr Metall. Ist jetzt chattet. Eieiei. Also die Runde ist echt nicht so geil. Also er hat Probleme. Das ist unmöglich. Ja. Da gebe ich ihm recht, aber auch ohne den Lag haben wir ihm halt die Laser weggeholt. Ja, es tut mir für ihn leid, aber irgendwas ist vom Internet gerade komplett Grütze. Ich frage nochmal ganz freundlich an, ob er ready ist. So. Und dann nochmal zurück ins Game. Wir bräuchten hier eigentlich noch ein bisschen Stability Tech. Ich gehe hier für einfach massiv viel Metall. Und bei ihm... Oh, warte mal. Was haben wir denn da? Ah, ich habe jetzt keine Buzzer mehr am Start. Ja, das wackelt alles ein bisschen. Ist jetzt nicht so geil. Aber... Wir können das vielleicht ein bisschen fangen, dass es weniger wackelt. Wenn das möglich ist, wäre da auf jeden Fall schon mal einiges gewonnen. Ja, vielleicht bringt das sogar irgendwas und sieht nicht nur kacke aus. Ich tue mal mein Game neu starten, vielleicht wird es dann besser. Okay, dann warten wir ganz kurz, bis der gute Spinix wieder da ist. Und bis dahin sage ich dann mal, bis gleich. So, Spinix ist wieder da. Wir haben einfach hier ganz entspannt gewartet, nichts gemacht. Und jetzt hat er sein Game neu gestartet und mir begrüßt ihn direkt. Alter, schön. Schön, schön, schön. So. Wir können uns jetzt eigentlich mal hier runter auf den Spot von der Nuke verbinden. Weil mit der Aktiven zusammen, das war eigentlich die Idee hinter Moonshine, können wir dann nämlich ihn nicht nur massiv ärgern. Jetzt ist er bloß schon wieder raus. Okay, er ist wieder da. Wir können ihn nicht nur massiv ärgern, wir können auch die Swarms vorbereiten. So. Ah, er baut schon wieder neu. Okay, als Architekt, er gibt halt nicht auf. Bin ich aber von ihm sehr ehrenwert. Weil ich denke mal, eins, zwei andere hätten hier schon aufgegeben und klein beigegeben, aber es ist hier noch alles bei ihm drin. So, der Gunner, der hat sogar einen kleinen Winkel. Ja, er hat einen Winkel. Da unten kommt noch einer hin. Und hier, weil ich habe echt keinen Bock auf so eine doofe EMP, die würde mir hier viel versauen. Oh, und da fällt mir ein, wie oft ich die Map mit Salzi, also gegen Salzi gespielt habe und wie wir, also wir haben uns da echt teilweise, glaube ich, nach den Games gehasst. Aber nicht im Guten. So. Dann machen wir das doch mal so. Dann passt das hoffentlich. Ah. Ja, komm. Danke. Ah, da ist zu steil. Dann machen wir das halt so. Und jetzt ist alles... Ein. Ja, hier dann nochmal. Ah, guck mal hier. Upgrade Center. Dann kann ich hier auf die Upgrades auch spielen. Wäre ja von mir doof, wenn ich das nicht machen würde. Und bei ihm, okay. Da sind jetzt Energieschilde reingezogen. Kann ich verstehen. Ah, okay. Die Buzzer hat jetzt keinen Winkel mehr. Die kann ich verkaufen. Auch wenn mir gesagt wurde, Buzzer verkaufen ist eine ganz dumme Idee, weil das Ding ist halt nichts mehr wert. Ja. Weiß ich mittlerweile auch. Aber was hätte ich machen sollen? Es gab halt einfach nichts mehr zu holen für das Ding. Jetzt hier mal ein bisschen improvisiertes Stability Tech. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. So. Und dann gehen wir hier noch für ein paar mehr Upgrades. Wir brauchen ja Energie. So. Die 20s sind erstmal ruhig gestellt, weil ich glaube, sein Plasma Beam ist hier auf jeden Fall ready. Und ja, wir ziehen einfach mal mehr Metall da oben rein. Weil, wie ich gelernt habe in Chemie, viel hilft viel. Das hier wird gruppiert auf die 1. Das passt. Da ist alles geupgradet. Dann gehen wir hier noch für die Upgrades. Einfach für die volle Economy. Und dann sollte das eigentlich laufen, weil er hat keine Anti-Air.
Da können wir gleich richtig schön reinklatschen. Obwohl, was ist das? Ne, wir wissen ja, dass er Architekt spielt, kein Spion. Was kommt da rein? Komm, zeig's mir. Ah, weißt du was? Ich würde sagen, bevor du es mir zeigst, machen wir es einfach weg. Oh, er hat den Plasma gemisst. Oh, nice. Genau so sollte das laufen. Ja, und der nächste. War das der Plasma-Beam? Auf jeden Fall, irgendwas ging böse raus. Jo. Da wollte die Nuke abschießen mit seinem Plasma-Beam. Aber, hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wie von ihm gehofft. Und, oh, da passt eine Buzzsaw rein. Da kommt die Nuke. Ah, okay, Architekt. Oh, schön. Ja, aber stimmt, Architekt mit seinem Ich baue schneller ist halt doch eklig, was das angeht. Aber er hat auf jeden Fall ein kleines Problem, weil auch wenn er schneller baut, er hat, glaube ich, schon gefühlt jetzt 5 Plasma-Beams verloren. So. Aber da ging auch noch was raus. Ich hoffe, das war wichtig für ihn. Da oben ist die Flak im Aufbau, aber Nukes und Swarms kommen. Hübsch. Oh, das Ganze wackelt schon ordentlich. So, warte mal, passt auch eine rein? Nee, das ist zu klein. Aber das ist auf jeden Fall keine schöne Situation hier für den guten Spinnix. Oh, da hinten nochmal hier die Windturbine abgerauscht. Schön. So, wir holen uns noch einen Gunner, weil nach wie vor das größte Risiko, was wir hier haben, ist, dass wir einfach eine EMP irgendwie dumm übersehen. Und dann heißt es Ende im Gelände für uns, weil der Laser dann doch einfach, okay, hier die eigene Swarm getroffen. Das ist weniger geil, aber hier nach oben. Er gibt nicht auf. Wir müssen ihm, glaube ich, tatsächlich die Minen da rausnehmen. Ja, da geht auch schon die erste Mine. Ja, guck mal, da geht die Flak raus. Und ich glaube mal, so können wir ihn wirklich brechen. Weil Architekt ist ansonsten einfach ein richtiges Monster. Okay, er baut nicht mehr nach. Ich glaube, okay, er baut sich ab. GG. Das haben wir gewonnen. Mit Moonshine, 20s, Nukes und einfach keine Chance. Aber wir haben auch ganz oft die Plasma-Beams rausgenommen. Das hat schon am Anfang gut geklappt. Ja. Ah, da. Da kam schon die Basse und die nimmt schon direkt Fire und Plasma raus bei Minute 4:40 ungefähr. Das war halt für ihn bitter. Ja, hier, wir haben das Erstlager rausgeholt und die T1, glaube ich, ja. Da haben wir die T1 weggesägt, mit der er uns hätte echt Probleme machen können. Dann ging es bei ihm weiter, da kam der nächste Plasma-Beam. Hat hier auf die Tiny Doors verzichtet, ich glaube einfach, einfach aus APM-Gründen wahrscheinlich. Oh, hier kommt der zweite Plasma-Beam, Lecco Mio. Das hätte echt übel enden können, aber Gott sei Dank viel Metall. Und laut Energieschilde und da den ersten Gruß geschickt. Und der Plasma-Beam. Ja, okay, noch sind sie da. So, und hier. Ja, da ist er einfach runtergefallen. Da ging der zweite Plasma-Beam. Da oben, der ist offen. Geht aber auch ganz schnell, ja. Da ist er raus. Schon sind 3 Plasma-Beams, die weg sind. Da war der vierte im Aufbau. Ja. Der vierte ist auch weg gewesen. Der fünfte, also er hat es echt nicht aufgegeben. Aber auch hier den fünften rausgenommen und dann einfach nur... Okay, Kampfgeist hat er bewiesen ohne Ende, aber... Das Glück war diesmal auf unserer Seite. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren, das würde mir was helfen. Und dann weiß ich auch, dass der Content bei euch gut ankommt. Ansonsten, wie gesagt, ich hätte gern noch... Also, das heißt, ich werde die Tage noch Little Nightmares euch präsentieren. Einfach, weil es möglich ist. Und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht auch 1-2 Backroom-Games mit hochladen soll. Haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten, passt auf euch auf. Es wird wieder warm, es regnet wie Sau.
Und von daher, ordentlich trinken, Regenschirm dabei haben, nicht ganz so nass werden. Ansonsten die schönen, warmen Abende genießen. Und ich sag dann mal GG und tschüss.